Herzlich willkommen beim Invest Invest YouTube Channel. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hartnagel. Und heute haben wir ein außerplanmäßiges Video geschalten, denn es geht primär darum, dass ja morgen die US-Wahlen stattfinden. Donald Trump gegen Joe Biden. Und das wird natürlich gigantische Auswirkungen auf die Asset-Märkte haben. Es wird große Auswirkungen auf Investment-Portfolios haben, überall auf der ganzen Welt. Und Hannes, ja, ich glaube, es wird eine Mega-Nacht, aber wir haben ja etwas geplant für diese Nacht. Ganz richtig, Benjamin. Und vielen diese Wahl ja wirklich eine Schicksalswahl. Die Schlacht ums Weiße Haus. Wie gesagt, es geht um ganz, ganz viel in dieser Nacht. Es geht um viel, wie die Märkte sich in Zukunft positionieren. Es geht um, wohin die militärischen Aktionen laufen werden. Es geht um wirklich, es betrifft die ganze Welt, es betrifft Europa ganz speziell auch. Und auf all das möchten wir bei der Wahlnacht eingehen. Und zwar deshalb haben wir gesagt, wir machen für alle unsere Abonnenten einen Livestream ab 1 Uhr die Nacht, wirklich in der Wahlnacht vom 3. auf 4. November. Ab 1 Uhr in der Nacht sind wir live geschaltet und berichten alles live aus den live oder live vor Ort bei uns natürlich, aber live über die USA. Natürlich die neuesten Zahlen und Daten werden rauskommen. Wenn die einzelnen Bundesstaaten hereinkommen, werden wir das natürlich kommentieren. Aber vor allem werden wir auch in die Battleground States schauen, wo es wirklich darauf ankommt, wer die Nase vorn haben wird und wer somit auch die Politik der nächsten Jahre in den USA lenken und leiten wird. Wir werden daraus auch ableiten, wie sich die Positionierung in der Wirtschaft und in den Börsen unter Biden als auch unter Trump für die Zukunft ableiten wird. Und dadurch werden natürlich große Chancen entstehen. Und genau diese Chancen möchten wir euch zugänglich machen in dieser Wahlnacht. Also seid dabei, schaltet ein, ab 1 Uhr live dabei. Ich denke, da werden wir eine Menge Spaß haben, Benjamin, und viele Fakten berichten. Wir werden auch erzählen, wie das Wahlsystem in den USA funktioniert. Wir werden ganz viel Bildung vermitteln, viel Spaß vermitteln. Aber das Wichtigste, wir werden auf die großen Chancen, die unter Biden oder unter Trump kommen werden, eingehen. Benjamin, eine wichtige Frage noch vorab. Wer glaubst du, wird die Nase vorn haben? Ich sage immer wieder Donald Trump. Ich hoffe, dass Donald Trump die Nase vorn haben wird. Und ich glaube es auch, dass er die Nase vorn haben wird. Weitere 4 Jahre mit Trump wären, glaube ich, für die Welt dennoch besser als wie ein Joe Biden. Das glaube ich für mich selber. Und Hannes und ich, wir sind uns ja einer Meinung. Es wird ganz, ganz spannend werden, wie es hier weitergeht. Da ja so viel Negativpresse über Donald Trump gemacht wird, wird es auf jeden Fall eine mega spannende Nacht. Aber natürlich das Hochinteressante wird sein, Hannes, wie reagieren die Zinsmärkte auf diese Wahl? Wie reagieren die Rohstoffmärkte, die Aktienmärkte, aber natürlich auch die Währungsmärkte, was ja primär derzeit im Fokus ist, dass wir immer mehr Volatilität in den Währungen sehen. Das wird die große Thematik in den nächsten Jahren sein. Daher schaltet unbedingt ein eben. Wir sind ab 1 Uhr online in Wohnzimmeratmosphäre. Das wird wirklich sehr, sehr entspannt werden und super spannend und natürlich auch lehrreich. Und ich freue mich, Hannes, und in diesem Sinne, gebe ich das Wort wieder zu dir und das abschließende Wort. Ganz wichtig, nehmt euch am Mittwoch frei oder zumindest fangt später Arbeiten an. Wie gesagt, die Wahlnacht wird lange werden. Es wird sich rentieren. Wir werden viele Informationen raushauen, viel wirkliche Basic-Informationen, die euch dann auch in weiterer Folge sehr von Nutzen sein können. Ganz egal, ob Trump oder Biden gewinnt. Wie gesagt, wir beide glauben, dass Trump die Nase vorn haben wird, dass es zu einer roten Welle kommen wird und vielleicht die eine oder andere Überraschung, die eine oder andere große Überraschung passieren kann. Wie gesagt, es bleibt spannend. Am Ende des Tages ist es egal, die Zyklen, wie gesagt, funktionieren immer. Zyklisch läuft alles ganz genauso ab, ganz egal ob unter Trump oder unter Biden. Aber natürlich die Schaumkrummen, die Ausprägungen, die sind natürlich unter Trump und Biden sehr unterschiedlich, als auch die Politik der beiden Herren. So wird es uns wahnsinnig freuen, wenn ihr dabei seid. Schaltet ein, von Dienstag auf Mittwoch in der Nacht, in der Wahlnacht, ab 1 Uhr sind wir live vor Ort auf unserem YouTube-Channel. Also schaltet ein und vergesst eins nie, Benjamin. Ja, die Zyklen schlafen sicherlich nicht am Dienstag. Nutzen wir deshalb die Chancen daraus. Bis bald und tschüss. Tschüss.